Und damit heute ein herzliches Willkommen hier bei SimSport Racing. Ich muss mich an allererster Stelle erstmal entschuldigen. Es gab heute leichte organisatorische Probleme, was die Co-Moderation angeht und die Erstellung bzw. das Hosten der Lobby. Das musste jetzt erstmal alles knallauffall noch gelöst werden. Ja, moderiert wird heute wie am Sonntag der Liga B. Mein Name ist Hannibal Antoine und mein Co-Moderator ist heute wieder der Patrick Derjü. So, und ich hoffe, die 10-minütige Verzögerung bis zum Lobbystart macht den Fahrern jetzt nicht unbedingt was aus. Ging halt eben leider nicht eher. Aber dafür sind wir jetzt gleich direkt auf der Strecke mit unseren Live-Bildern und sind aktuell auf dem Björn Wiegel drauf in seinem schwarzen BMW. Wir haben keinen Ingame-Sound. Moment. Das müsste ich kurz überprüfen. Ohne Momento. Tatsache. Gleich wieder da. So, Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, warum wir jetzt hier kein Audio haben. Bitte? Doch, doch. Aber ihr müsst jetzt trotzdem nochmal ganz kurz alles nochmal beenden.
Wir lassen jetzt erstmal die Sitzung hier so weiterlaufen, wie sie ist. Dann sind wir gleich wieder da hier live von der Strecke. Ich habe auch direkt das perfekte Auto dafür ausgewählt. Wir hören mal dem Audi zu, der ist ja ein bisschen lauter. Ja, wir haben wieder Audio. Etwas lauteres kann man ja etwas zurückdrehen. Wundervoll. So, hören wir noch mal rein. Oh, Matthias als Maul. Das ist laut, können wir schon drehen. Was ist denn ein Emsländer? Ich bin ein Emsländer. Erklär doch mal bitte, Patrick. Ich weiß zwar, was es ist, aber ich will es einfach von. Ich weiß, was es ist. Ich wollte es nur von dir hören. Ich komme aus dem Landkreis Emsland. Was ist daran so schlimm? Ja, aber was macht denn die Leute aus, ja? Dass man die als solche auch noch mit so einer Häme betitelt. Komm, erklär's mal den Leuten. Ja, das ist die Hassliebe zwischen Ostfriesen und Emsländern. Die Emsländer machen sich gekonnt über die Ostfriesen lustig und die Ostfriesen finden das nicht so witzig und versuchen deswegen zu sagen, das Emsland ist Kacke. Gut, wir könnten aber trotzdem mal zur Abwechslung wieder in die TV-Kamera reinschalten. Ja, sorry, ich war jetzt ganz fixiert auf den Chat, weil Matthias ein frecher Hund ist. Ja, der Matthias zum Beispiel, der kommt zwar aus Ostfriesland, aber der ist ins Saarland gezogen. Der wusste wahrscheinlich selber genau, wie kacke es im Ostfriesland ist, aber stichelt trotzdem gegen das Emsland. Naja, ich würde mal sagen, Saarland ist nicht unbedingt eine Verbesserung, ne? Jo. Aber wir gehen erstmal zurück ins Kernthema der gesamten Sache heute. Und zwar das Liga D-Rennen heute hier auf dem Autodromo do Algarve. Im wunderschönen Portugal. Die Liga B hat es ja letzte Woche vorgemacht hier unter trockenen Bedingungen. Aber unsere Jungs heute hier haben nicht so perfektes Wetter erwischt. Wenn wir mal ganz fix in den Kalender mit reinschauen, wie denn die Bedingungen heute ganz genau lauten. Kurz mein schlaues Handy holen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Die Liga D, die Sieg bedeckt, bedeckt. Und die Sieg sieht's auf jeden Fall aus. Und der Lukas Libertier in seinem DHL BMW. Der Kuschel hat in den Chat geschrieben, hab heute nur wegen dem SSR-Trailer eingeschaltet. Das ist aber irgendwie schon ein wenig traurig. Nicht eventuell, weil die Jungs ja immer wieder so schönes Racing zeigen, um die Jungs zu unterstützen, mitzufiebern, um Überholmanöver etc. pp. Wirklich nur wegen dem Trailer.
Aber Tobi, mach dir keine Illusion. Wenn du heute die Interviews noch mit durchstehst und dir mit anguckst, da gibt's auch noch mal ein kleines neues Leckerli für euch. Noch ein Leckerli, weiß ich ja, schon, ein Leckerli? Nein, weißt du nicht. Also soll heißen, ich habe heute wirklich wieder rund um die Uhr am Computer gesessen, um da wieder was zu zaubern. Und hast du Urlaub oder was? Bitte? Hast du Urlaub? Nee, ich habe keinen Urlaub, ich bin leider krankgeschrieben. Ah. Aber trotzdem erstmal zurück zum Thema. Björn Wiegel holt sich jetzt hier erstmal die Pole Position mit einer 41,781. Ist auf jeden Fall auch schon eine starke Zeit, gerade unter diesen Bedingungen. Weil diesiges Wetter ist ja nun doch nicht so optimal für die Strecke. Ich glaube, bei diesigem Wetter ist ja auch die Luftfeuchtigkeit enorm viel höher. Das kann also auch bedeuten, dass die Strecke nicht so dieses Grip-Niveau hat, wie es die Liga B in der letzten Woche hatte. Aber der Björn hat ja trotzdem eine richtig gute Zeit hingelegt. Sein Teamkollege Felix Gansauer ist auch direkt dahinter, zwar mit einer Sekunde Abstand. Ja, Berti Fuhrmann, dieser Trailer wird dann gleich eingespielt, wenn das Qualifying vorbei ist. So, mal schauen, wo der Yannick Beckham Jr. landet. Ja, und wie ihr es mitbekommen habt, ne, da ist offenbar etwas Fake News betrieben worden. Es hieß nämlich ursprünglich, der Yannick Beckham fährt nicht. Und dabei war es am Ende der Mattes Heidfeld, der nicht fährt, ne? Ich glaube, da haben sich einige auf jeden Fall schön gefreut. Jawohl, der Yannick ist nicht mit dabei. Ja, Pustekuchen. Heute fährt er mit. Bin jetzt hier aber erstmal auf den Marcel Umhöfer in seinem grün-weißen Renault mit drauf. Schöne Lackierung, wie ich auch mitfinde. Es passt irgendwie mit zu dem Renault. Und der Renault ist unheimlich laut irgendwie. Ja, ist schon eins der lauteren Autos. Oh, und der Tobiano Kuschel, der hat ein gutes Auge heute. Ja, das kommt davon, wenn man den ganzen Tag nur am Basteln und am Basteln und am Basteln ist. Da wollen wir das doch gleich mal noch fix mit einblenden und das ist jetzt etwas groß. Das ist etwas zu klein. Und so ist es genau richtig. Und ich hoffe, jetzt sollte eigentlich alles passen. Ich hoffe, die Lautstärke von uns beiden ist okay. Ich hoffe, die Spielsounds sind nicht zu laut, nicht zu leiser. Bild leuchtet flüssig, wie ich sehen kann. Au, Backe. So, Django Dixon hier in seinem Hot Wheels Audi. Ich muss sagen, so kacke sieht der Wagen doch eigentlich gar nicht aus. Der hat mir irgendwie am Anfang überhaupt nicht gefallen, der Audi mit dieser Lackierung. Weil ich Hot Wheels halt typischerweise immer noch mit Spielzeug verbinde. Aber genau das ist nämlich auch der Grund, warum der Django Dixon bzw. das Team KF Motorsport sich für diese Lackierung auch mit entschieden hat. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich finde die Hot Wheels Lackierung mega geil, aber ich finde die auf dem AMG, die blaue finde ich besser. Ja, den AMG in dieser Hot Wheels Lackierung habe ich noch nicht gesehen. Das kann ich nicht beurteilen.
Den fährt auch keiner online. Das war mal in der Lobby für zwischendurch für Trainieren, wo den einer gefahren ist. Und der sah schon echt sexy aus. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich glaube, wir meinen das Gleiche, ne? Ja. Kuschel, du Schwein, du. Die Kuschelsau. So, währenddessen hat sich jetzt der Björnwegel hier verbessert. 41,181. Richtig starke Runde. Ich würde mal sagen, da hat ja fast der Anton Stone hier ein wenig mitgefummelt am Setup. Ja, ist dasselbe Auto in derselben Lackierung. Was ist da los? Ein Schelm, der da Zusammenhänge sieht. Aber ich sehe jetzt hier gerade, Yannick Beckham Jr. hat sich vorgemogelt auf den zweiten Platz. 42,284. Im Audi ist damit jetzt 1,1 Sekunden hinter Björn. Und doch im Allgemeinen sind die Rundenzeiten doch schwer durchwachsen. Frank Paulsen in seinem BMW steht aktuell noch in der Box. Ist nur eine 1,47,215 gefahren. Aber auch der Marcel Umhöfer, den wir jetzt hier gerade mit im Bild drin haben, gerade mal mit einer 1,45,076 über die Runde gekommen. Da muss noch ein wenig was kommen von ihm. Startet auch aktuell nur von P11. Mir fällt gerade auf, das Logo ist immer noch nicht mittig. Da wurde sich im Chat schon drüber ausgelassen, aber ich dachte, ich erspare mir das mal was zu sagen. Nee, ich sag ja immer zu den Zuschauern, wenn irgendwas nicht passt, einfach Meldung machen. Wir wollen ja hier das bestmögliche Erlebnis bieten. Ja, und das ist irgendwie traurig, dass die Liga D momentan so leer ist. REM hat sich abgemeldet mit dem Marcello Max und dem Ralf McMahon. Jetzt fehlt auch noch das Team vom Memphis Camper mit Tobi Mantai am Start. Es sind schon mal 4 Mann zu wenig. Aktuell sind es ja 12 Fahrer auf der Strecke. Das heißt, der Rest ist eigentlich jetzt vollzählig da, der uns noch geblieben ist. Aber für unsere Zuschauer oder eventuell auch für... Also für unsere Fahrer, die heute hier mit zuschauen oder generell für Zuschauer hier in der SSR. Es wird demnächst eine kleine Annonce zu den freien Teamplätzen mitgeben, deswegen immer das Auge bitte mit auf dem Forum draufhalten. Denn die Teamplätze sollen natürlich bestmöglich gefüllt werden, damit die Leute hier ein volles Fahrerfeld haben und damit wir auch wirklich immer ordentlich was im Bild mit dabei haben. Und ob REM hier ein Comeback feiern wird in der Saison, das weiß ich nicht. Es weiß auch leider niemand, warum die beiden sich zurückgezogen haben. Da haben wir keine Informationen dazu bekommen. Isaiah, Ralf McMahon ist ja hier mit im Chat. Vielleicht kann er ja mal ein kurzes Statement dazu abgeben. Oh Mann, Tobiano will den kaputten Laubsauger hören. Kaputter Laubsauger? Ich glaube, du bist hier in Project Cars 2 die Ginetta noch nie gefahren, oder? Ich weiß nicht, wer das war, aber... Wir sind in der Lobby gewesen und da sagte einer, die Ginetta hört sich an wie ein kaputter Laubsauger. Und da sind wir irgendwie drauf hängen geblieben. Dann sollte sich der Kollege eventuell mal die Ohren waschen, denn wenn sich ein Fahrzeug vom Sound hier in dem Teil mit dem Z4 messen kann, dann ist es definitiv die Ginetta. Das Auto. Das kannst du dem Tim höchstpersönlich selber sagen. Dem Herrn Eichhorn? Ja, genau dem. Oh, wenn ich da mit dem Herrn Eichhorn diskutiert habe, zu Ende diskutiert habe, ja, dann kann er seine Eier, seine Nüsse ganz, ganz tief verbuddeln. Björn Winter. Ich bete ja immer noch dafür, dass wir den neuen Supra als GT3 kriegen, dann schmelze ich weg. Egal wie er sich anhört. Abgelehnt. Da bist du ja nicht meiner Meinung.
So, momentan sind einige Leute in der Box. Der Felix Ganzauer, Teamkollege von Björn Wiegel, versucht sie hier nochmal auf eine Runde und haut's leider weg. Deiner Gegenpendler hier Felix reingekommen ins Fahrzeug und da oben auf dem Hügel taucht er wieder auf. Der Felix war's? Ja, sagt er, Felix Ganzauer, Teamkollege von Björn Wiegel. Okay, da habe ich nichts gesagt. Jetzt lässt es aktuell so etwas langsam angehen, der Felix. Na klar, die Reifen sind noch dreckig, aber Jens König hier im Ferrari, der gibt momentan Vollgas. Aber aktuell noch niemand weiter, der hier in den 41er-Bereich reingerutscht ist. Damit ist Björn alleine im 41er-Zeitensektor. Und jetzt noch 17 Minuten Restzeit vom Qualifying. Und ja, es ist halt eben etwas spät. Ich muss mich da jetzt nochmal entschuldigen. Wie gesagt, es gab ein paar kleine technische und vor allem auch organisatorische Probleme heute. Der Bernd Siebel, der muss jetzt hier auch so langsam mal Gas geben. 43,742 steht momentan auf der Uhr. Ist zwar auch eine gute Runde, aber fürs vordere Mittelfeld reicht es bisher noch nicht. Da muss er dann schon nochmal Minimum eine halbe Sekunde rausholen, damit er sich da auf P6 und P5 messen kann. Bei Lukas Lippert, bei seinem Teamkollege und bei Arntu. Oder eventuell auch bei Felix Ganzauer, der momentan auf P5 steht. Ah, und Frank Schneider leider immer noch auf dem letzten Platz. 47,2 ins 5. Minimale Verbesserung. Aber es reicht nicht. Brenn ihn immer noch mehr als 2,5 Sekunden zum Vordermann. Aber dafür hat der Renault wenigstens ein schönes Cockpit. Ja, da ist er doch. Moin Harald. Eine Sekunde weit vorne. Jetzt haben ja schon mal ein paar Leute hier im Streamchat mit dabei. Also können wir doch mal eine kleine Grußrunde starten. Wer ist denn heute alles mit am Start? Franz Schulz guckt mir zu. Da hält sein Auge mit oben drüber über seine Moderatoren. Ja, nichts Kontroverses gesagt wird. Dann Basilios, Berti Fuhrmann, Burkhalter, Frank Paulsen, Frank Schneider mit dabei, Jan Rast. An der Stelle Jan Rast auch nochmal gute Besserung von mir. Der wollte sich ja heute wirklich hier als Co-Moderator zur Verfügung stellen. Mit seiner kleinen verschnupften Nase. Aber der soll sie mal lieber auskurieren und heute hier die Bilder mit genießen. Dann Kai Hubi, Kenwolf, Kuschelschlange, Lars Johnson, Moin Moin, Lobo Ranger, Ralf McMahon ist auch wieder da. Mike Westerwald, der Teammanager vom MPM-Team, das heute hier am Start ist, will natürlich wieder alles ganz genau im Blick haben, was seine Jungs auf der Strecke treiben. An der Stelle Grüße, Mike. Ja, dann gleich noch der Teamkollege von Mike Westerwald ist mit dabei, der Mark Short, Mark Maxtor, Marcello Max ist auch mit am Start. Buongiorno, mein Freund. Matthias Lumpin, Memphis Camper. Freie Konze kommen da. Dann der Peter Stein, na, SSR finde ich auch toll. Der Harald ist mit da, Ralf McMahon, Rüdiger Feuerstuhl, Sascha Fuchs vom ARD-Team aus der Liga A. Ich grüße dich, Sam McCarrow, der hat ja nun vorhin schon
bei meinem kleinen Probestint im Audi auf auf Long Beach mit zugeschaut. Ja, Silvio Hunke ist mit dabei, Tobi Mantai, Tweety und der Stefan Pfingst, den darf ich natürlich auch nie vergessen. Und der Yasin Alpay ist auch mit dabei. Janne Beckham Jr. hier ganz langsam unterwegs. Schaut mal gleich weg, der Kerl ist gerade uninteressant. Jens König jetzt hier im Ferrari. Kann er denn eventuell noch auf P2 vorrücken? Kannst du mal kurz unten die Zwischenzeit mit einblenden und den Tacho? Mich würde jetzt einfach mal interessieren, was denn der Ferrari in der Lage ist, für einen Topspeed zu fahren. Ob er hier eventuell auf mehr Topspeed oder auf mehr Kurvengeschwindigkeit gesetzt hat. Ja, aber 262 Stundenkilometer ist ordentlich und jetzt mit 2,8 Liter im Tank reicht das nur noch für eine gute schnelle Runde. Und die sollte er möglichst nicht vergeigen. Zwischenzeiten könnten wir mal wieder ausblenden. Wäre dann fürs Rennen ganz interessant. Ja, wir sind ja leider aktuell keine Sektorzeit bei Jens König. Ich hab gedacht, vielleicht könnten wir uns die ja mal anzeigen lassen über diese Anzeiger. So, kann er die Lücke zum Yannick Beckham Jr. schließen? Ach, du lebst auch noch? Ja. Was so ruhig? Ja, was ist da los? Nicht. Da war offenbar so schnell, wie er in die Box gegangen ist. Da war offenbar der Sprit eventuell schon wieder leer gewesen. 100 Meter vor der Ziellinie. Nee. Der hätte gereicht. Hat da ich extra nachgeguckt. Hätte gereicht. Nicht so wie bei Mario am Wochenende. Ja, MBE 3010, die schalten sich dann auch immer dementsprechend um, auf welchen Fahrer man denn aktuell mit drauf ist. Also soweit ich das weiß. Ich habe das zwar noch nie beobachtet, aber... So, wer war denn Tweety nochmal gewesen? Ich bin echt die ganze Zeit am Überlegen. Da war ja nun schon am Sonntag mit da und Dominik Mies. Ganz mieser Fahrfehler. Der Tweety ist der Thomas Singvogel, wenn ich mich recht in Erinnerung habe. Ach. Der Fahrer. Ja klar, ne, der Verdacht liegt nah, ne? Bei Tweety, Vogel, Singvogel. Übrigens ein Fahrer der MAT. Ach, der Herr Marco Erdmann ist das. Ja, Ali, Overlay muss her, finde ich auch, aber das ist dann wieder alles Programmierbereich, IT-Bereich und da bin ich völlig ahnungslos. Was Programmierschrift angeht, da bräuchten wir dann schon so einen kleinen Experten.
Also ich muss ja mal kurz was einwerfen. All das, was du jetzt schon gemacht hast, sei es Trailer, sei es diese kleinen Einblendungen, sei es diese Zwischenbildschirme, selbst das würde ich nicht hinkriegen. Also ein bisschen Wissen ist ja schon vorhanden. Ja, gut. Wollte jetzt nie auf die Kacke hauen. Oh. Bernd Siebel, wird's reichen für eine Verbesserung? Momentan ist er ja auf 8. Und damit auf P7 vorgerutscht. 43.061. Schöne Runde. Jetzt muss nur noch der Lukas Lippert nachziehen. Gucken, ob der Lukas ihn direkt wieder einen zurücksetzt. Und wie er es macht, er schnappt sich nicht nur den siebten, sondern sogar noch den sechsten Platz und verschiebt damit den Arndt genau zwischen die beiden Teamkollegen auf P7. 42 Ja, der Hand. 805 ist er gefahren. Der Anto fährt ja auch ein gelbes Auto, also fällt es nicht auf. Naja, gut, es fällt schon auf, ja, ob man eine gelbe Badewanne fährt, ja, oder halt einfach nur so einen kleinen ananasgelben Ferrari. Hör auf mit dem Ananasgelb. Da kommen Erinnerungen an Liga D von Indianapolis hoch. Aber bei Lukas Lippert hat es auf jeden Fall schon mal bestätigt. Hat natürlich etwas gedauert, bis er sich jetzt hier verbessern konnte und auf P6 vorfährt. Und bei einem DHL gelben BMW, ne, das heißt auch immer so schön, DHL dauert halt länger. Den habe ich auch noch nie gehört. Was, DHL dauert halt länger? Ja. Ja, Tommy D, leider ja. Red Eagle Motorsport hat sich ja zurückgezogen aus der Liga D. Jetzt weiß niemand, warum Marcello Marx und Ralf Meckmann sich zurückgezogen haben. Ist auf jeden Fall sehr bedauerlich. Genauso wie es bedauerlich ist, dass Memphis Kemper sein Team aus der Liga D zurückgezogen hat. Deswegen sind es momentan auch nur 12 Fahrer. Und Frank Paulsen hat schon gemeckert, weil ich gesagt habe, gelbe Badewanne. Und Frank, ich bin immer frech. Das habe ich schon seit eh und je gesagt, sollte ich jemals den Eindruck erwecken, ja, oder erweckt haben, dass ich eine freundliche, zuvorkommende Person bin, muss ich mich in aller Form aufrichtig bei euch entschuldigen. Ja, wo ist das neue Team? Das ist eine gute Frage. Mein Co-Moderator hat ja alle eingeladen. Richtig. Und wer nicht will, der hat schon. Und da wird jetzt ja auch schon debattiert im Stream-Chat, ja, welche Strecke ist im Endeffekt ja, am beknacktesten im Regen. Da haben wir einmal zur Auswahl Sugo im Regen, da freut sich ja der Tobiano drauf. Ganz ehrlich, ich freue mich auch schon auf Sugo, aber nicht im Regen. Und genauso Silverstone muss im Regen noch mitgefahren werden. Ich glaube, die Liga A betrifft das ebenso. Aber Fuji im Regen ist auch nicht gerade ohne. Also ich finde Algarve ja wirklich eine bescheidene Strecke. Und wenn ich die dann auch noch im Regen hätte fahren müssen, ich glaube, da hätte ich das Auto nach drei Kurven abstellen können. Können oder wollen? Können, weil jede Kurve die Wand geküsst, obwohl 10 Meter weit weg.
Ja, Ali, du kleiner Klugscheißer, selbst bei wechselhaften Bedingungen regnet's doch, ja? Also habe ich doch recht gehabt. Ja, und Jan, das könnte auch möglich sein, dass es da noch keine Freundesanfragen gab an den Co-Moderator. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt, es gab keine, nein. Währenddessen scheint Björn Wiegel am Sprittesten zu sein. Oder, eher gesagt, mit vollem Tank zu fahren. Jürgen Wiegel bisher noch nicht verbessert, aber ich glaube, der trainiert jetzt ja auch gerade nochmal auf dem Long Run. Der hat über 120 Liter mit dabei. Es würde mich ja auch mal interessieren, ob er dann dieselbe Strategie versucht wie der Anton Stoner am Anfang. Mal so einen kleinen kurzen Powerstint hinlegen und dann einfach nur noch das Rennen kontrollieren. Immer mal ein wenig vom Gas gehen, rollen lassen, rollen lassen. Zuzutrauen wäre es ihm auf jeden Fall. Ich meine, die BMW-Fahrer sind ja alle eine eingeschworene Truppe. Und was in den Rennen passiert, vollkommen ligaunabhängig, erfährt man ja am Ende sowieso. Und das ist dann immer ein kleiner Vorteil, kann aber auch Nachteil sein, wenn man da die Strategie der anderen Fahrer in den Rennen davor mitsehen kann, erkennen kann und sich das dann mit zu eigen macht. Und jetzt mal Oh. angenommen, der Björn und der Felix, die machen das genauso wie der Anton, ne? Der Vorteil liegt ja erstmal bei Björn und Felix, die wissen halt eben, wie sie es dann machen müssen. Aber auch der Vorteil liegt bei den anderen Fahrern mit im Feld. Weil die wissen dann schon mal ganz genau, wie es bei denen ablaufen wird. Und da kann man doch viel besser auf diese Strategie hinplanen. Schöner Dreher übrigens von Felix Ganzauer, sind wir doch gleich wieder beim Bernd Zibel drauf. Der Fahrer mit dem schwierigsten Namen von allen. Ja, ist das eigentlich nur ein Klarname? Naja, nicht ganz so klar, ne? Ja, ich glaube, Antu ist einfach nur das vietnamesische Wort fürs Niesen, weißt du? Ja, kann sein. Antu! Wer weiß, was schon. Können wir ihn ja eventuell heute in den Interviews mit fragen, wenn er denn so abschneidet, dass wir ihn heute hören dürfen. Laut Qualifying könnte das heute etwas schwierig werden für ihn mit einem Podium. Aber möglich ist ja bekanntermaßen immer alles. Der Django hat auch schon mit der Wand ein paar Lackaustauschübungen gemacht. Ja, ich glaube, das ist nicht nur Lackaustausch. Ich glaube, das geht dann schon mehr in die Richtung Hardcore-Padding. Ja, kann man auch so sehen. Ich wollte es noch freundlich ausdrücken, aber dafür habe ich ja dich. Richtig. Und Django Dixon momentan auch der Einzige, der jetzt hier noch auf der Strecke ist und eine neue Bestzeit setzen kann. Mit P9 dürfte er ja nicht ganz so zufrieden sein. Hat er sich vielleicht sein ganzes Können für die letzte Runde aufgehoben? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht brennt er ja jetzt nochmal mit seinen Reifen eine neue Zeit in den Asphalt, dann würde er wenigstens auch dem Titel seiner Lackierung gerecht werden. Ja, Silvio. Liga D, kein Porsche. Leider, ne? Ja, dafür gibt es den in anderen Ligen genug, was mal wirklich was Besonderes wäre. Und das
wäre wirklich, wirklich besonders, das muss man so betonen, eine Liga, wo kein M6 fährt. Ja, der M6 ist sehr, sehr beliebt und jetzt Django Dixon holt sich, muss sich verbessert haben, aber auf welchem Platz? Ja, gute Frage. Entweder auf Platz 8 oder Platz 9 ist er noch. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall gesehen, es gab eine Verschiebung. Da müssen wir ja wirklich bis zum Ende warten und ich hoffe, die Bertie ist jetzt hier noch mit dabei, denn jetzt gibt es gleich den Trailer. Nee, die Betty ist nicht mehr dabei. Ist nicht mehr im Stream, ne? Das ist doch schade, weil da verpasst sie ja jetzt das Beste. Wir machen auf jeden Fall fix die Screenshots. Mach das mal. Ja, wo ist er gelandet? Nee, ist Ja. noch auf P9 geblieben, der Django Dixon. Letzte Runde keine Verbesserung gewesen. Da war es wahrscheinlich einfach nur die Verschiebung, als man den Frank Schneider hier mal wieder dreimal angezeigt hat. Ach, der lustigste Bug. Wir fahren heute doch in Großbritannien und nicht in Portugal. Ja. Also Kolonialzeit sollte doch eigentlich schon längst vorbei sein, oder? Ja, eigentlich schon. Und ich sehe, die Bertie ist doch mit dabei. Doch mit dabei. Und da würde ich mal sagen, legen wir doch gleich mal los und machen jetzt die kurze Pause, bis wir dann ins Rennen übergehen. Bis gleich. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Den kurzen Bluescreen solltet ihr eigentlich gar nicht sehen. Privat, ihr habt nichts gesehen. Ihr habt rein gar nichts gesehen. Und die Jungs sind jetzt ja alle in der Startaufstellung drin. Man kann ja jetzt eigentlich auch gleich losgehen, die letzte Minute. Für die Fahrer, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Geht doch einfach nochmal die Startaufstellung von der Fahrzeugperspektive nochmal durch, von hinten, dass man es einfach nochmal sehen, ja, von wo ins Rennen geht. So meinst du, ne? Ah, dann leg mal los. Kannst auch ruhig mit ansagen. So. Björn Wiegelstadt von der Pole. Auf dem zweiten Platz haben wir den Yannick Beckham Junior. In der dritten Reihe stehen Jens König auf der 3 und auf Platz 4 steht Dominik Mies. Dritte Reihe, fünfter Felix Gansauer und sechster ist Lukas Lippert. Siebter ist der Antu und achter der Bernd Siebel. Auf Platz 9 der Django Dixon. Auf Platz 10 der Kevin Fülling. Auf Platz 11 der Marcel Umhöfer und auf der 12 der Frank Schneider, der sich wohl nicht mehr verbessern konnte. Und da hier Weil offenbar er in jetzt in der der Box Box steht. drinne steht, weil er verpeilt hat, bereit zu drücken. Jung, 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 jung. Kurze doofe Frage, Danke, kann man Berdi. jetzt noch starten? So, und da jetzt der Frank Schneider nicht bereit gedrückt hat, gibt es halt laut Reglement einen Neustart. Aber dafür muss der Frank dann halt eben vom letzten Platz starten. Ich glaube, da musste er sowieso starten. Ja, musste er.
Ja. Da gibt es halt eben jetzt gleich nochmal eine kurze Überblendung und wir machen eine neue Sitzung auf mit dem Frank. Und ich hoffe, dass er es diesmal nicht verpeilt. Bin gleich wieder online für euch. Halten sich aber trotzdem alle brav ans Double Fi. Ach, du bist schon rausgegangen. Ja, ich bin schon rausgegangen. Ich habe jetzt einmal kurz den Frank Schneider kontaktiert, weil so steht's geschrieben, wenn jemand die Bereiteingabe verpennt, na, wird einmalig die Sitzung neu gestartet und der Fahrer, der sich nicht bereit gemeldet hat, auf den letzten Platz strafversetzt. Das sollte jetzt dem Frank Schneider nicht sonderlich wehtun. Er hat ja leider trotzdem so oder so den letzten Platz im Qualifying belegt. Oh, und da dreht sich einer. Und da fahren sie alle rein. Tja, ich sehe es leider nicht. Jetzt hast du was. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du was verpasst. Der Lukas Lippert hat sich weggedreht und da sind drei oder vier Autos reingefahren. Na, wir machen jetzt ja trotzdem einfach einen Lobby-Neustart. Soll ja alles regelkonform ablaufen und da gibt es halt eben noch immer eine Verzögerung. Oh Mann, das wird heute wieder spät werden. Ich glaube, vor 23 Uhr kommen ja heute alle nicht ins Bett. So, dann gib mir bitte den Broadcaster, Herr Schneider. Danke dir. Und jetzt schaue ich noch mal ganz kurz was für den Jan Rast nach. Er sagte ja was von einem neuen Team. Gucken wir doch noch mal fix in die Anmeldungen rein zu den Rennen. Gemeldet sind Django Dixon, Dominic Mies, Antutran, Jens König. Weiter gemeldet sind der Marcel Umhöfer, Frank Schneider, Björn Wiegel, Felix Gansauer, Yannick Beckham Jr., Kevin Fülling, Lukas Lippert und Bernd Ziebel. Sonst weiter habe ich keine Einladungen, keine Anmeldungen. Das heutige Rennen und somit, selbst wenn die jetzt ein neues Team gegründet hätten, sie sind nicht startberechtigt. Gut, wir sind vollzählig. Schreiben wir noch fix den Frank Schneider mal noch eine Nachricht. Oder stimmen halt einfach für Start, vielleicht sieht er es ja. Gib da auch mal dein Däumchen. Habe ich glatt getan. Oder vielleicht wartet ihr noch auf eine Nachricht.
Mann, die Technik. Warum ist das immer alles so kompliziert? Weil einfach langweilig wäre. Ja, das stimmt, aber hin und wieder einfach mal so ein wenig gelangweilt irgendwas machen, hat ja auch mal was, ne? Aber wie auch immer, jetzt geht's gleich direkt in die Warm-up-Phase rein. 2 Minuten Zeit nochmal für die Jungs, alles zu checken. Spritmenge, Boxenstrategie, ist Setup richtig geladen. Wetter ist auf jeden Fall richtig eingestellt, Uhrzeit auch, Standarddatum. Jetzt sollte es eigentlich nicht weiter zu irgendwelchen Komplikationen kommen. Und ich glaube, einer von den Fahrern, der sich gerade weggedreht hat und eine kleine Kollision verursacht hat, bekommt ja auch nochmal eine zweite Chance. Und um die Zeit einfach mal zu überbrücken, lasse ich nochmal ganz kurz den Trailer laufen. Bis gleich. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Ja, es fehlt aktuell einer. Der Dominic Mies hat es nicht geschafft, in der 1 Minute seinen richtigen Wagen auszuwählen. Und die Rennleitung berät sie auf jeden Fall gerade noch. Und wenn wir jetzt nochmal einen Neustart machen müssen, ey, boah.
Ja, die Rennleitung sollte sich jetzt mal beeilen mit ihrer Entscheidung. Währenddessen geht es nämlich hier schon los. Björn kann jeden Moment das Rennen freigeben und er wartet wirklich bis zur Linie. Gut, die Rennleitung hat entschieden, nochmal eine neue Sitzung. Tut mir jetzt natürlich leid, aber da schalten wir nochmal einmal ganz kurz um. We'll be right back.
Jetzt sind wir wieder direkt auf der Strecke zum dritten Versuch des Rennens. Jetzt hat auch jeder sein richtiges Fahrzeug, es ist alles richtig eingestellt. Ich hoffe mal, dass es jetzt endlich funktioniert. Sonst gibt's Tote. Ja. Vielleicht nicht menschlich, sondern hardwaremäßig, tote Hardware, aber. Nee, aber wenn ich einmal ausflippe, ja, dann ist alles tot. Ja, Ali, der Dominik Mies hat es nicht geschafft, in der einen Minute seinen richtigen Wagen auszuwählen. Deswegen gab es da jetzt einfach nochmal spontan einen kurzen Neustart. So, jetzt geht's los in der Einführungsrunde und ich hoffe, dass das Rennen dann jetzt wirklich reibungslos abläuft. So, da haben wir doch gleich den Übeltäter im Bild. Aber naja, wenigstens klingt der Audi gut, ne? Bisschen Entschädigung, sagst du. Memphis, natürlich geht das. Hab's jetzt mal noch zwei Klicks höher geschraubt. Und sag mir dann mal bitte, wie es dann bei dir rüberkommt. Ob zu laut oder zu leiser. Nee, muss ich ganz kurz korrigieren. Mies muss nicht nach hinten. Er hat ja bereit gedrückt gehabt. Reglement besagt halt leider aktuell nur bei Leuten, die nicht bereit drücken, dass die nach hinten müssen. Das ist halt eben leider eine kleine Lücke. Ich würde ihn auch nach hinten strafversetzen lassen. Aber das muss dann erstmal ins Reglement genauestens eingebunden werden. Deswegen haben wir da heute auch wieder eine kleine Lücke mitgefunden. Aber da kümmere ich mich schon drum. Deswegen lassen wir den Mies jetzt einfach von der Position starten, wo er steht. Und werden dann halt einfach nochmal ein kurzes Gespräch mitführen für die Zukunft. Aber das soll jetzt natürlich nicht Kernthema des Ganzen heute sein. Wir gehen mal ganz kurz etwas weiter nach vorne. Da haben wir den Mann der Stunde da, die Pole Position geholt hat mit der einzigen 41er Zeit, und zwar den Björn Wiegel. Und der darf sich jetzt gleich mit dem Yannick Beckham Jr. begnügen. Ein Klick mehr. So, da ist der Klick. Blende doch mal fix den Tacho ein, um mal zu schauen, wann er denn das Rennen freigibt, der Björn Wiegel. Die Fahrertabelle kannst du ruhig einblenden. Scheiße, ja, jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt. Ich war auf dem vierten und da musste ich zum ersten und Hilfe. Ja, er lässt dir wieder lange auf sich warten, aber es wäre taktisch unclever. Ja, und gibt jetzt früher frei. Es wäre taktisch unclever gewesen, jetzt am selben Punkt wieder freizugeben, denn dann hätte man damit rechnen können und da kommen die Jungs alle angeflogen, sauber durch die erste Kurve bisher. Keine Kollision. Jürgen Wiegel konnte vorne bleiben und Jens König duelliert sich hier schon wieder mit Dominik Mies. Die beiden hatten es ja schon öfters miteinander gehabt. Und Felix Ganzauer rutscht hier fast aus der Kurve raus, hält den Wagen gerade nur so auf der Strecke. Und Dominik Mies sitzt hier auf der besseren Bahn und kann damit am Ferrari vorbeischlüpfen. Auch der gelbe BMW und auch Felix Ganzauer probieren es. Lukas Lippert, Felix Ganzauer durchgeschlüpft und damit hat Arndt gleich drei Plätze verloren. Jens. Was, Jens? Ich dachte Arndt. Nee, das war... Oh, und kaum ist Felix Ganzauer einmal durchgeschlüpft, verliert er den Wagen gleich wieder.
Ja, Tatsache, das war jetzt König. Ja, das ist jetzt hier ein Ami-Stream, würde wahrscheinlich Donald Trump gleich wieder bei mir anrufen. Fake News. Wer weiß, wer weiß. Ja. Aber ich würde mal sagen, Großteil der Liga D hat hier wirklich Gelbfieber. Der Renault von Marcel hat auf jeden Fall vorne rechts, wenn man von vorne aufs Auto guckt, einen leichten Schaden. Da gab es wohl eine Berührung mit einem anderen Fahrer. Ja, es könnte möglich sein. Die Frage ist jetzt nur, mit wem? Yes. Und die Frage ist natürlich, ob es Lackaustausch oder wieder Petting war. Was wir ja vorhin schon mal hatten. Und wer nicht weiß, was das ist, muss ich noch bis 22 Uhr gedulden, dann können wir ja damit auflösen. Schöne Dreierkette auf jeden Fall. Wir müssen trotzdem vor auf den ersten Platz. Zwischen Björn und Yannick könnte es dann nämlich gleich eng werden. Weil gerade der Mittelsektor scheint dem BMW nicht ganz gut zu liegen wie dem Audi. Ja, wenn der Yannick überhaupt eine Chance hat, dann im Mittel- und im letzten Sektor, weil im ersten Sektor mit den Geraden, da gibt es, glaube ich, gegen den BMW nicht viel zu holen. Ja, das ist der kleine Turbo-Vorteil, den der BMW mit hat. Ich meine, ist ja nur oft das Geheimnis, dass durch die vielen verschiedenen Höhenmeter, die die Fahrzeuge zurückzulegen haben, mit Turboaufladung einen kleinen Vorteil haben. Währenddessen Felix mit der ersten Strafe. Ja, und man sieht's, Ende vom zweiten Sektor, Anfang vom dritten. Konnte der Audi wieder ein kleines bisschen ranschlüpfen in der einen Kurve. Leichten Wheelspin drin gehabt, da hat er ja wieder einige Meter verloren. Und letzte Kurve innen über den Curb, das kann ganz gefährlich ausgehen. Da kann der Wagen ganz schnell seine Balance verlieren. Und da hat man es auch nochmal gesehen hier im Bild. Aber nach der langen Geraden, also der Audi konnte ganz gut mithalten. Die Lücke ist nicht nennenswert größer geworden. Da gibt es fast nur zwei Möglichkeiten. Entweder fährt der Yannick etwas weniger Flügel oder im Windschatten kommt der Audi hinterher. Und Felix Gansauer gerade eine Position verloren und hat auch gleich eine Strafe kassiert. Ist jetzt wieder an Kevin Fülling vorbei. Wir gehen gleich mal auf das Duell Platz 10. Ja, Kevin Fülling knapp dahinter und er muss schon wieder rollen lassen, weil die Rennleitung meckert. Und gerade eben war es nämlich auch noch knapp gewesen zwischen Felix und dem Frank Schneider von MPM. Und Frank Schneider hat hier vier Plätze gut gemacht. Drei. Entschuldigung. Wie vermutet, Marcel fährt in die Box, beziehungsweise bei dem Schaden am Auto muss er in die Box. Und die Abstände jetzt vorne zwischen Yannick Beckham und Björn Wiegel wieder ganz knapp. Und jetzt hängt er auch hier direkt im Windschatten vom BMW. 150, 260, oh, wie die hier lang gerast kam aus der Senke. Und trotzdem muss er da in der letzten Kurve wieder etwas verloren haben, denn zwischenzeitlich waren es bloß zwei Zehntel, die die beiden getrennt haben und Björn hier vermutlich Probleme gehabt beim Rausbeschleunigen, musste leicht verzögern. Und jetzt ist Yannick Beckham Junior endlich vorbei. Vielleicht gab es da eine Rennleiterwarnung. Ist gut möglich, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass er vom Gas geht. Und damit ist Yannick endlich vorbei. Der wird sich gerade richtig freuen, dass er es an dem BMW vorbeigeschafft hat.
Die letzte Rennrunde war auch 2 Zehntel schneller gewesen als die von Björn. Und währenddessen sehen wir, wie der Bernd den Antouillet jagt. Ja, mal schauen, wann er da auch an dem Antou vorbeikommt. Wir wissen ja, bei Bernd heißt es ja aktuell, dauert halt länger in seinem DHL BMW. Und ich begrüße den Anton Stoner im Chat, der jetzt auch mit dazu geschaltet hat. Und da sieht man es wie am Sonntag, zwei Teamkollegen jagen die anderen beiden Teamkollegen. Einmal der Bernd Siebel, der den Antu jagt und direkt davor der Lukas Lippert, der dem Jens König an der Heckschürze fast ranklebt. Die Abstände sind nicht groß. Schönes Überholmanöver von Kevin Fülling. Da hat der Felix Gansauer womöglich wieder etwas übertrieben in der Kurve. Und ich würde mal drauf tippen, der Felix hat hier sich etwas verkalkuliert mit seinem Rennsetup. Während sein Teamkollege Björn Wiegel wieder am Heck des Audis dran klebt, konnte wieder einige Meter gut machen. Ja, da können wir jetzt auf der Geraden auf jeden Fall was Spannendes erwarten, denn 6 müsste auf der Geraden eigentlich einen Speed-Vorteil haben. Patrick, du bist übrigens etwas leiser. Ich bin leise? Das war komisch. Ja, jetzt ging's gerade wieder. Wir schauen einfach mal. So, und da ist wieder genau die Stelle da. Er will innen die Linie zumachen, kommt aber zu weit hinterm Körper, aber die sind doch relativ hoch. Die einzelnen Segmente, da kann man schnell die Balance verlieren. Und jetzt kommt hier die Attacke von Björn, der hier deutlich besser und schneller raus beschleunigen konnte. Hängt jetzt auch im Windschatten vom Audi. Schert hier aus und er zieht's durch. Versucht dort innen reinzustechen, aber die Balance vom Fahrzeug hat es nicht hergegeben. Da einmal. Aber trotzdem schöner Versuch. Da war der Yannick auf jeden Fall ganz schön langsam in der Kurve. Da wäre der Björn fast aufgefahren. Und Lukas Lippert kriegt 2 Zeitstrafen direkt nacheinander. Ah, das ist ärgerlich. Wir können ja mal ganz fix einblenden, wie viel Zeitstrafe er denn jetzt insgesamt kassiert hat. Ah, 2 Sekunden für Jens Königs. Nee, für Lukas Lippert. Und Arthur 1 Sekunde. Felix Gansauer 2 und Sekunden. Felix auch 2. Und schöne Attacke von... Freche. Ja, aber trotzdem schönes Manöver. Damit ist er kurz durchgeschlüpft, aber jetzt die innere Linie. Könnte Yannick für sich nutzen, aber es reicht noch nicht ganz. Ist jetzt aber direkt daneben. Und Björn zieht es hier einfach rotzfrech durch. Und fährt dem Audi förmlich vor die Schnauzer. Fast zu spät auf der Bremse, da hat er wieder ein bisschen Zeit verloren auf jeden Fall. Aber man sieht hier gerade, Yannick Beckham und Björn Wiegel fahren hier auf Augenhöhe. Die schenken sich nix. Ist da jemand müde? Ein wenig, pardon.
Ich wollte mal sagen, dann machst du dir mal eine schöne Tasse da mal auf Prodomo. Nee, kein Kaffee-Fan. Kein Kaffee-Fan, raus! Moderieren mit einem Kaffee-Anti. Ich fass es nicht. Ich schlürfe mir einen Tee. Hättest du mir das eher gesagt, hätte ich mit der Rotznase hier in den Stream mit reingeholt. Nee, für Gainer, für Kleine. Ich versuche sie zwar zu unterdrücken, aber dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. War heute ein langer, anstrengender Arbeitstag. Ich war erst um 7:30 zu Hause. Kurz vor 7:30. Deswegen ist das für mich alles heute sehr spontan. Und deswegen freut es mich auch, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier mit zu moderieren. Und es wird schon wieder eng zwischen den beiden Kollegen. Und ich sage ja, Sektor 3, der Audi könnte da die Oberhand haben. Ich wollte auch gerade sagen, der Beckham hat genau dasselbe Manöver versucht, was der Björn in der Runde zuvor gemeistert hat. Erschien aber der Björn Wiel in seinem BMW etwas bessere Fahrzeugbeherrschung zu haben. Das war ein Manöver. Währenddessen traue ich mich mal kurz nach hinten zu schalten, weil da sah es eng aus. Aber nein, doch nicht so eng, wie ich dachte. Deswegen gehen wir direkt wieder zurück. Ja, Lukas Lippert an Tour, die Abstände sind nicht sonderlich groß. Aber unsere beiden Jungs hier vorne, ja, die sind schon wieder nebeneinander. Und der Björn, der bekommt hier richtig Druck von dem Audi. Man merkt, der Yannick will da unbedingt vorbei. Er hat ja auch ganz unkonventionelle Linien. Vielleicht wird es auch einfach nur ein kleiner Verbremser. Ja, man konnte einfach sehen, wie er durch diese hohe Kurve gerade einfach etwas besser durchgekommen ist. Jetzt in Sektor 3 hat es nicht ganz gereicht, dass er hier nochmal aufschließen hätte können. Aber ja, Memphis ist definitiv ein schöner Fight zwischen den beiden. Ich traue mich jetzt mal kurz da wegzuschalten. Also ich würde mal sagen, der Ferrari klingt eher nach einem kaputten Laubsauger. Findest du? Ja, finde ich. Also ich habe den Ginetta auch schon gehört. Ich finde wirklich, der hört sich von allen am schlimmsten an. Keine Ahnung. Ja, und warum fährst du dann keinen? Warum fährst du dann keinen Ginetta? Weil keiner mit mir Ginetta fahren wollte. Wolltest du Ginetta fahren? Stand mit zur Debatte. Okay. Ah, egal, mit dem GTR hast du das schönere Auto. Ich hab das schönste Auto von allen. Nur wegen der Lackierung. Nur wegen der Lackierung? Nur wegen der Lackierung. Weiß auch nicht schlecht. Oh, der Björn Wiegel hat sich weggedreht. Björn meinst du? In der Vorder... In... Ja, was hab ich denn gesagt? Sorry. Da Janik. Aber da können sie auch ruhig wegdrehen. Dann wird's wieder spannend zwischen den beiden. Stimmt wohl. Ja, das war genau die Kurve, die ich eine Runde zuvor angesprochen hatte, wo der Janik einfach perfekt durchgekommen war und der Björn da auch schon ein paar Problemchen hatte. Dann würde ich mal sagen, schalte nochmal auf Lukas Lippert und Antu dran. Gesagt, getan, Boss. Ja, noch dasselbe Bild wie eine Runde davor. Aber wer weiß,
kann sich ja noch was ergeben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch noch mit beobachten. Dominik Mies hat zwar aktuell auch eine Strafe erhalten, aber der ist keine Sekunde mehr von Björn Wiegel entfernt. Da konnte mit den beiden Jungs da vorne ordentlich Schritt halten. Ja, der Abstand ist sogar jetzt gerade eben kleiner geworden. Im hinteren Feld der gesamten Gruppe gibt es leider nichts Aufregendes zu berichten gerade eben. Frank Schneider auf den 11. Platz wieder zurückgefallen. Läuft heute nicht ganz so gut für die. Und Felix Gansauer schon wieder weggedreht. Da war es gerade so schön spannend gewesen zwischen ihm und Kevin Fülling. Laut Angabe. Gott, gerade hinschauen. Ja, ich wollte es nämlich auch gerade eben sagen. Hier jagt Django Dixon auf jeden Fall an der Zwiebel. Zwiebel, ich wollte gerade sagen, Zwiebel. Kann man daraus ja schließen. Naja, gut. Zwiebel und Ananas, ne? Interessante Kombi. Speckt, glaube ich, nicht so gut zusammen. Ängster. Hat dir deine Mutti nicht beigebracht, auch offen für neue Dinge zu sein? Und schon wieder ein Dreher. Und da wollte der Django zu viel. Also ich würde mal sagen, Jagd der Andro. Ich würde mal sagen, für die Liga D zeichnet sich heute hier ein Trend ab. Es gab schon etliche Dreher, es gibt auch schon wieder 5 bestrafte Fahrer. Das hier auf jeden Fall gerade das engste Duell zwischen Antu Tran und Lukas Lippert. Kuschelschlange schreibt, ich mag Zwiebelschnitzel mit Spätzle. Auch nicht schlecht. Interessante Kombination auf jeden Fall. Hey, der Björn Wiegel ist noch nicht ganz dran. Dem fehlen immer noch 1,5 Sekunden. Der nächste Dreher an Tutran. Ja, und das ist auch eine ganz gefährliche Stelle, weil wenn die Fahrer von da oben runtergefahren kommen, man sieht dort nichts. Und Antu dreht einfach nochmal einen zweiten Donut hinterher. Ich dachte, wenn ich schon im Bild bin, dann mache ich wenigstens eine Show. Nett gemeint. Der Dominik Mies, der ist auch unermüdlich hinten dran. Aber jetzt holt Björn doch wieder Schritt für Schritt auf. Noch 0,7 Sekunden, da wird es gleich auf jeden Fall wieder spannend. Ich hoffe mal, dass keiner der Fahrer heute mit weichen Reifen gestartet ist. Und diese Strecke, diese Reifenform frisst. Naja, ich würde mal sagen, mit weichen Reifen hier bei bedecktem Wetter, es könnte schlimmer sein. Hat's ja vorhin gesehen, bei diesigem Wetter war es möglich, da tiefer 41er zu fahren. Das stimmt. Und bei bedeckten Wetterbedingungen, jetzt hab ich's.
ist ja auch die Strecke etwas kühler. Von daher sehe ich da eigentlich keine weiteren Probleme, auf die Fahrer zu kommen. Vor allem, es wirkt sich ja auch positiv auf dem Verschleiß mit aus. Das stimmt. Aber oder eventuell auch negativ auf den Spritverbrauch. Weil wenn es ja generell etwas kühler ist, hat ja auch die Luft mehr Sauerstoff inne. Mehr Sauerstoff bedeutet mehr Leistung für die Motoren und damit auch ein höherer Verbrauch. Ja, und Lukas anschreibt gerade Dominik Mies mit Dreher in Kurve 1. Und ich weiß ja, es gibt ja einen Dominik Mies im Rennsport. Aber ich glaube, den Namen wird unser Dominik Mies gerade nicht so ganz gerecht. So, noch 0,3, wieder gewohntes Bild. Ich bin sehr weit rausgekommen. Oh, da klatscht wieder einer für die beiden. Fahren wohl, gefällt ihm wohl, was er da sieht. Ja, ich bin mal gespannt, wann er abbiegt. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wann der Björn Wiegel wieder nah genug dran ist, um hier zum Überholen anzusetzen. Und ob er es dann wieder in der letzten Kurve versucht. Jetzt gerade beim Versuch lief es ja etwas schief. Aber wie lange der Björn mit seinem BMW auf der Bremse stehen bleiben muss, ne, wenn es auf solche Kurven geht. Aber klar, der BMW, ne, ist ja auch wirklich eine riesengroße Badewanne. Der wiegt ordentlich. Und dementsprechend sind da auch die Bremswege eventuell etwas länger. Ja, Björn, wann sitzt er endlich an? Jetzt hätte es ja schon fast geklappt, aber ganz, ganz wackelig durch die erste Kurve. Das war dann doch schon ziemlich knapp. Und Antutran wieder mit Problemen in der Kurve. Ja, momentan gibt es da halt eben leider nichts Interessantes zu berichten. Aber da habe ich doch mal eine kleine Idee. Schieß los mit deiner Idee. Das wird gleich sehen.
Das heißt, die Moderationsaufgabe muss ich jetzt erstmal kurz an dich übergeben. Die musst du an mich übergeben. Dann tust du das. Oh! Und da ist der Björn Wiegel dem Yannick hinten reingefahren und hat ihn leicht über die Kurve hinausgeschubst, aber sehr fair von Björn. Er bremst ab und wartet, bis der Yannick wieder weiterfährt. Dadurch jetzt wieder 1,6 Sekunden Abstand und Björn muss jetzt erst wieder aufschließen. Weiter hinten im Feld leider aktuell keine spannenden Duelle, da das Feld ziemlich auseinandergezogen ist. Ich würde sagen, da das Feld gerade so weit auseinandergezogen ist, trauen wir uns einfach mal in die Zeitenmessung zu gehen und zu schauen, was für Strafen verteilt wurden. Björn Wiegel mit einer Sekunde, Dominik Mies mit einer Sekunde, Lukas Lippert mit drei Sekunden, Antutran mit einer Sekunde, Felix Gansauer mit zwei Sekunden und Lukas Lippert auch mit einer Sekunde. Und schon sind wir wieder beim Live-Bild. Ja, Björn arbeitet sich wieder an Yannick ran. Also mit Sprit schon, so wie Anton Stoner, ist hier auf jeden Fall nicht. Während es hier etwas weiter auseinander ist, schauen wir einfach mal nach ganz hinten zum Marcel Umhöfer, der jetzt auf Start und Ziel kommt. Jetzt gehen wir mal zu seinem Teamkollegen, dem Frank. Gab es eine Platzveränderung? Und Kevin Fülling steht. Ich glaube, da hat er sich gedreht. Somit auch Felix Gansauer an ihm vorbeigegangen. Und Björn ist wieder unter einer Sekunde, aber wir bleiben trotzdem mal hier hinten kurz. Bei Kevin und bei Felix. Nein, es funktioniert nicht. Das ist doch doof.
nämlich aktuell auch das Thema Fußball so etwas aktuell ist, hatte ich mir nämlich gedacht, tue ich da einfach mal hier oben links den Fußball-Livestream mit einblenden. Hat nur leider nicht so funktioniert, wie geplant. Stimmt, Deutschland spielt heute gegen Brasilien. Richtig. Ne? Steht es dann schon 7-1 oder wie steht es da gerade? Ich weiß es nicht. Ach, da steht's. Ein Tor für Brasilien, Deutschland 0. Naja, das Ergebnis von der WM ist noch möglich. Ja, schade. Sonst hätte ich es nämlich mit eingebunden. Ja, der Livestream, den ich gerade einbinden wollte, war ja über die ZDF-Homepage. Bloß, ich kann dort irgendwie den Fullscreen nicht einbetten. Leider. Leider, leider, leider. Und währenddessen Björn Wiegel immer noch eine Sekunde hinter Yannick Beckham. Scheint wohl doch einen kleinen Schaden gegeben zu haben bei diesem Auffahrunfall. Oder was sagt mein Co-Moderator? Also das war ein ganz leichter Titch. Ich glaube nicht, dass... Ja, einen Schaden wird es geben, aber ich glaube nicht, dass dieser nennenswert ist. Weil die Autos sehen ja auch nicht beschädigt aus. Und der Basti Kurze hat mal drum gebeten, dass wir doch mal in die Cockpit-Kamera reingehen. Tun wir das doch gleich mal. Diese Bitte wird erfüllt. Mir doch gleich mal ein schönes Bild. Aber wie klein das Display bei dem BMW ist, ne? So eine, ist ehrlich gesagt, so eine riesengroße Hütte von Auto und dann so ein Spielzeugdisplay in der Mitte. Muss ehrlich gestehen, ich kann das Display nicht sehen, weil genau darüber halt die Einstellung. Ja, sind. Dann schau doch mal in den Stream rein. Sieht man's ja. Es wird doch jetzt eiskalt. Oh, Werbung. Als ob das etwas Neues wäre. Sneaky Pete. Kenne ich nicht. Oh, bei mir hängt das aber anscheinend ganz schön hinterher. Wir sind noch nicht mal in der Cockpit-Perspektive bei mir im Stream. Jawohl.
Weiter hinten leider auch nichts Nennenswertes. Das sind die einzigen beiden, die sie hier gerade wirklich noch halbwegs duellieren. Zwischenzeitlich gab es aber eine gelbe Flagge. Das bedeutet, dass irgendjemand wieder von der Strecke gekommen ist. Wäre ja nicht das erste Mal. Und jetzt ist Björn ganz nah dran aufgrund eines Fahrfehlers von Yannick Beckham. Komisches Lenkrad hat der BMW. Aber ein wirklich für das Auto sehr minimalistisches Display. Also da frage ich mich, wie die Fahrer in der Realität darauf was erkennen sollen. Ja gut, die haben ja so oder so eigentlich immer alles über Boxenfunk. Aber was machen die Jungs, wenn der Funk mal ausfallen sollte? Dann schicken sie eine Brieftaube aus dem Auto los. Na, hinten aus dem Kofferraum, ne? Wird der Deckel mal kurz angehoben. Ja, genau. Es könnte sich aber gleich ein Yellowbird-Zweikampf anmelden. Naja, ich glaube wohl kaum, dass die beiden Yellowbird-Piloten sich da wirklich gegenseitig da noch irgendwo in der Pfanne reinhauen wollen und sich da duellieren. Ich weiß zwar, der Merlin Wolf ist jemand von der Sorte, der sagt, ey, komm, Liga D, na, ist nicht so wichtig. Da könnt ihr ruhig fahren, na, habt euren Spaß, macht euer Ding. Aber wenn die beiden sich da in einem Duell da noch gegenseitig in die Karre fahren und damit Punkte flöten gehen, ich glaube, das Risiko wäre dann zu hoch. Ich glaube, dann wäre der Merlin auch etwas angefressen. Unglaublich so, laut der Audi ist. Ja. Ein Kompressorbrüller. Dafür finde ich es immer krass, wenn der BMW, wenn die runterschalten und das immer so aus dem Auspuff knallt. Das ist auch extrem laut. Ja, das ist ja dann der BMW, ne? Ja, hab ich ja gesagt, der BMW. Oder kommt eine Überrundung? Vielleicht bringt das ein bisschen Spannung in den Zweikampf. Finde möglich sein. Währenddessen ist Marcel Umhöfer auf P11 vorgerückt und hat Frank Schneider überholt. Also ein rabenschwarzer Tag für Frank Schneider heute. Ja, aber auch Marcel Umhöfer ist offenbar mit P11 nicht ganz so zufrieden. Ja, bei ihm war aber auch der Startcrash, oder ich gehe mal davon aus, dass dieser am Start passiert ist, wo er dann gleich in die Box musste und die 2 Minuten verloren hat. Oh, ganz knappe Kiste zwischen den beiden. Und da hatten wir gerade Frank Schneider im Thema gehabt und zack ist er auch schon im Bild. Als zu überrunden da. Und die letzte Runde muss er auch einen dicken Fehler gehabt haben. 2 Minuten 4. Ja, das ist ihn. Doch, jetzt ist er durch. Jetzt ist er Björn durch. Das ist ihm ja schon ein paar Mal passiert, dass er da zu weit über den Körb drüber gerabbelt ist. Björn Wiegel endlich durchgeschlüpft. Schönes Manöver. Jetzt ist die Frage, wie lange das so bleibt. Und ob Yannick wieder zurückschlagen kann, weil die beiden, die schenken sich ja wirklich nichts.
Oh, Quersteher. Und schon ist der Yannick wieder direkt dran. Also alle Möglichkeiten sind auf jeden Fall noch offen. Es sind noch 36 Minuten Risszeit. Aber wenn wir mal überlegen, in den letzten 20 Minuten des Rennens am Sonntag, da hatte der Marco Erdmann noch knapp 60 Liter an Bord und jetzt haben die Jungs hier aber noch eine Viertelstunde mehr zu fahren und Björn ist gerade mal bei 54. Ja, Björn fährt ja auch durchgehend Attacke und der Marco Erdmann, der war ja schon ganz früh in der Box. Das ja, er hatte zwar am Ende immer noch etwas zu viel drin gehabt, aber es war nicht viel, was er noch an Überschuss hatte. Also ich bin ja echt mal gespannt. Die beiden Jungs müssen hier also auf jeden Fall jede Menge Sprint verballern und zack, Jani Beckham Jr. sieht die Lücke und zieht sofort durch. Da hat Björn wohl gerade eben mal kurz gepennt. Ah, entschuldige, ich hatte gerade was Witziges gleichzeitig noch mit durchgelesen. Ah. Wer hat denn wieder was Witziges von sich gegeben? Ah, niemand, den du kennst. Achso. Und Björn ist wieder durch. Jetzt tauschen die beiden aber auch die Plätze schon förmlich. Na, irgendwie von Runde zu Runde. Kann das eventuell sein, dass die Reifen jetzt schon schlapp machen? Der Wagen einfach nicht mal so berechenbar sich fahren lässt. Man sieht es hier vorne, der eine MPM Renault, das müsste ja dann Marcel Umhilfer sein. Er hat momentan noch etwas Ruhe, die beiden da hinten sind einfach viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Oder was heißt die beiden da hinten? Wir fahren zwar hinter ihm, aber klar, es ist ein Duell um die Führung und da Marcel Umhilfer draußen auf der Wiese. Der wollte sich da gar nicht einmischen. Mehr Platz machen geht nicht. Ja, das ist halt eben jetzt die Frage. War es ein Fahrfehler oder hat er einfach nur sehr, sehr optimistisch Platz gemacht? Ich glaube, er hat sehr, sehr optimistisch Platz gemacht. Weil, sind wir mal ehrlich, nach vorne ist eigentlich nichts mehr drin. Und deswegen wage ich das mal zu behaupten. Es wäre jetzt aber auch mal schön zu wissen, ob der Björn oder wann, besser gesagt, er überhaupt in die Box reinfährt. Und ob der Yannick auch in die Box rein muss. Ich habe ja schon mehrfach von anderen Leuten gehört, dass die hier mit einer Spritladung durchfahren konnten. Merkwürdigerweise auch von dir. Im GTR. Sogar der GTR-Fahrer, richtig. Und der GTR ist ja nun auch nicht gerade leistungsschwach, das heißt, der kann auch ordentlich Sprit verheizen. Ja, bei mir lag es aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich mich sehr oft gedreht habe und dadurch Sprit gespart habe für den kurzen Moment. Naja, und sparen kann da aber auch nicht immer die Rede davon sein, wenn man einfach lange auf dem Gasdruck stehen bleibt und der Wagen, auch wenn es nur 3 Sekunden mal kurz im Begrenzer drin ist, ne, da hast du auf jeden Fall schon mal 0,2 Liter weggeballert. Und ich kann da leider aus Erfahrung vom Red Bull Ring sprechen. Ich habe mich da leider Gottes da auch zu oft weggedreht gehabt, weil mir etwas schwummrig war und einfach durch dieses Overreffen von Fahrzeug an mir wirklich sage und schreibe in der letzten Runde zur Start und Ziel 0,4 Liter gefehlt. Oh. Bist du nicht ins Ziel gekommen?
Geh doch einfach mal beim Audi ins Cockpit, dass wir da mal noch ein paar schöne Bilder mit reinkriegen. Da sind wir. Ja, und das Display ist zwar jetzt nicht sonderlich größer, aber es sieht aufgeräumter aus und da erkennt man auch ein bisschen mehr. Aber ich finde dieses farbenfrohe Lenkrad einfach witzig. Bin fast wie so eine Art Weihnachtsbeleuchtung. Und wir sehen ja, der Yannick hat offenbar schon etwas mehr verbraucht als der Björn. Oder vielleicht ist das einfach nur dem kleineren Tankvolumen geschuldet. Ich weiß es wie gesagt nicht. Und Francesca, ich schaue keinen Fußball. Ich habe da Besseres zu tun. Wenn, dann bin ich live im Stadion. Und Björn Wiegel kommt hier weit raus. Dicker Verbremser. Und jetzt ist Yannick auch wieder direkt daneben. Zieht's aber nicht durch. Bei all dem Kampf sehr, sehr vorsichtig immer und sehr fair. Also da hatte jetzt Björn echt Glück gehabt, dass er vorne bleiben konnte, aber trotzdem hat Björn eine Strafe. Sende doch mal kurz ein, wie viel. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Damit aktuell Yannick Beckham Jr. auf P1. Aber da lässt sich echt nicht nehmen, hier Attacken zu fahren und sich wirklich auf faire Art und Weise den ersten Platz zu holen. Wir hatten es ja schon am Sonntag mit gesagt, ne? Also wenn gewinnen, dann richtig. Keine halben Sachen. Genau. Lassen auch die beiden Yellowbird-Jungs wieder ganz nah beieinander. Ja, wie gesagt, die beiden Yellowbirds, ne, das sind Teamkollegen. Die werden sie da garantiert nicht gegenseitig duellieren. Das wäre nämlich überhaupt nicht clever. Würde auch für ziemlich schlechte Luft im Team sorgen. Ja, und auch wenn der Merlin immer so lieb wirkt, ja, ich glaube, der kann auch mal richtig mit der Faust auf den Tisch schauen. Aber die beiden jetzt ja schon seit knapp einer Stunde immer noch innerhalb von ja, knapp einer Sekunde so viele Positionswechsel zwischen den beiden und schöner Verbremser von Yannick. Da ist schon mal wieder eine halbe Sekunde futsch. Jetzt muss der Yannick aber etwas abreißen lassen in den letzten Runden. Und eventuell doch die Bremsen. Die Reifen, nicht die Bremsen. Wäre sehr schade, wenn dieser Zweikampf jetzt auch beendet wäre, weil dann haben wir wirklich gar keinen mehr.
auf eine neue schnellste Runde vom Björn Wiegel. Muss dich trotzdem mal ganz kurz alleine lassen. Bin gleich wieder da. Du das. Ja, Yannick mittlerweile 2,3 Sekunden weg. Der Björn in der letzten Runde seine persönliche schnellste auf jeden Fall gefahren. Ist das der kurze Sprint vorm Boxenstopp? Und dort steht ein Renault. Wollen wir doch mal ein bisschen Yellow Bird in Action sehen. Da kann der Merlin gerne mal durchgehen, wenn er im Stream ist, dass die Fahrer sich immer bekämpfen sollen. Für ein bisschen Spannung. So, Lukas Lippert schert aus. Wird es jetzt eine Attacke geben? Nein, wird es nicht. Da die beiden Jungs sich ja nicht angreifen, schauen wir einfach mal beim Dominik vorbei. Konnte am Anfang mit den Fahrern vorne mithalten, fiel dann aber immer weiter zurück. So, und Lukas Lippert hat den Bernd überholt. Ich denke mal, da wird von Bernd ein kleinerer Fehler drin gewesen sein, aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass er ihn überholen hätte können. Wir schalten währenddessen nochmal zum Felix Gansauer, zum Teamkollegen von Björn Wiegel, der hier auch einsam seine Runden fährt. Ja.
da kann auch was passieren. Mittlerweile Yannick schon 5 Sekunden zurück. So, und Felix war erfolgreich durch meine Hasskurve gekommen. Was ich ja im Rennen immer noch nicht verstehe. Im Rennen habe ich mich nicht ein einziges Mal in der Kurve weggedreht und im Training immer. Und jetzt etwas zu spät auf der Bremse. Währenddessen Django vorbei am Kevin Fülling. Ich denke mal, da wird ein Fehler drin gewesen sein, weil so. Und auch am Bernd Siebel. Da muss irgendwas passiert sein. Das ging jetzt sehr überraschend. Antu Tran auch einen Platz nach vorne gekommen am Kevin vorbei. Der muss da einen richtigen Bock drin gehabt haben. Kevins Rundenzeit und auch an Antu Trans Rundenzeit mit 1,57 und 1,58, dass da auf jeden Fall es einen kleinen Zusammenstoß oder irgendwas dessen gegeben haben muss. Weiter nach vorne nochmal. So, Django. Hatten wir heute noch nicht so viele Bilder im Rennen. Yannick 6,7 Sekunden zurück. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Ja. Man weiß gar nicht, wo man aktuell hinschalten soll. Nicht weil so viel los ist, sondern weil eben so wenig los ist. Oder ich würde sagen, nochmal. Wen würdest du dafür denn vorschlagen? Warum war das klar? Nein, danke. Nein, und danke, frag mich gar nicht erst.
Ich habe gerade gemerkt, ich habe die ganze Zeit das Mikrofon hochgeklappt gehabt. Ich bin ja die ganze Zeit am Schnabbeln mit dir. Und dabei dürfte man mich so gut wie gar nicht im Stream gehört haben. Also ich habe dich gut verstanden. Ja, ne, weil ich ja auch mit einem zweiten Mikrofon mit dir rede. Ich habe hier zwei Mikrofone laufen. Ach so. Sonst hört man mich ja nicht, weißt du? Im Stream. Da könntest ja in dem Moment nur du mich hören. Und die Leute nur dich, aber mich nicht. Ja, das ist natürlich doof, dann denken die ja, ich wäre paranoid und rede mit mir selbst. Denken das nicht einige vielleicht jetzt schon? Das weiß ich nicht. Man könnte es ja rausfinden. Oh weh, es schreibt jemand sowas in den Chat. Ach geh. Oh, was ist denn da los? Da haben beide mal einen kurzen Ausritt gemacht. In der letzten Runde mit einer 42,9. Gut ab. Django jagt jetzt auf jeden Fall den Lukas Lippert. Und hinterm Django ist der Bernd. Da klatscht auch wieder der Zuschauer bei diesem Duell. Oh, und Django dreht sich in derselben Kurve, wie er sich vorhin schon mal gedreht hat. Das ist jetzt für ihn sehr schade. Er war eigentlich auf einer guten Position. Ganz nebenbei noch erwähnen, Django noch 20,3 Liter im Tank und noch 12 Minuten Restzeit. Na, die machen es spannend, ob sie noch in die Boxen müssen oder nicht. Von hinten, das müsste der Beckham sein, der da angeflogen war mit seinem R8. Aber Django und auch Felix machen keinen Platz. Sie möchten ja nicht unnötig Zeit verlieren und dadurch eine Position verschenken. Verständlich, verständlich. Genau das ist jetzt passiert. Django hat Platz. Oh, da gibt es die Kollision zwischen Yannick Beckham Jr. und Felix Gansauer, der keinen Platz gemacht hat, weil er noch im Zweikampf mit Django war. Ich hoffe, es gibt keinen größeren Schaden an den Fahrzeugen. Kann man wirklich nur hoffen. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn da ein Schaden am Audi oder auch am BMW entstanden wäre. Für den Audi-Fahrer, für den Yannick natürlich deutlich ärgerlicher, aber er fährt weiter. Ja, der Vorsprung zu Dominik Mies ist ja nun groß genug. Es sind über 35 Sekunden, die ihn da trennen. Aber es kostet natürlich in der Verfolgung auf Björn Wiegel Zeit.
Und apropos, geht doch mal auf den Björn, da würde mich jetzt mal interessieren, was sagt denn da seine Dankgnade? Oh, das könnte wirklich verdammt knapp werden. Ich sag mal vorsichtig, die Tanknadel sagt tanken. Also bei Björn würde ich schon drauf wetten, dass er mit der Menge an Sprit nicht mal durchkommen wird. Aber nichts ist unmöglich, der GTR schafft das ja auch. Unmöglich ist es nicht, aber ich glaube, um wirklich durchfahren zu können, müsste der Björn dann richtig viel Tempo rausnehmen. Und da spielt dann am Ende dem Yannick Beckham in die Karten. Wäre dann auch sehr, sehr ärgerlich für den Björn, wenn so eine Kleinigkeit ihm am Ende den Sieg versaut. Naja, vielleicht, wer weiß, vielleicht war es ja Taktik vom Yannick, der wusste, der BMW verbraucht mehr Sprit, jage ich ihn doch über Runden hinweg und dann lasse ich abreißen in der Hoffnung, dass er dadurch dann in die Box gehen muss und durch das bisschen mehr Sprit, was er am Ende hat, dann zu gewinnen. Ist aber irgendwie auch ein ganz schöner gerissener Hund, ha? Ja, ich habe Theorien hier, du Satan. Aber das werden wir die Jungs gleich einfach fragen. Was? Also, hier haben wir dann gleich Gelegenheit. Und zwar in circa 10 Minuten, 8 Minuten 30 sind wir zu fahren. Dann gibt es ja bekanntermaßen nochmal ein kleines Päuschen. Dessen muss es da schon wieder einen Dreher gegeben haben. Jawohl. Ja, und Yannick Beckham muss jetzt hier wirklich aufpassen. Die zwei Jungs, Janko Dixon und Bernd Siebel, sind im direkten Zweikampf. Das heißt, Yannick Beckham darf da erst nur dann vorbei, wenn er auch wirklich sicher überholen kann oder die beiden ihn durchlassen. Aber negativ beeinflussen darf er den Zweikampf nicht für die beiden vor ihm, egal ob überrundet oder nicht. Und das verlangt einem wirklich Fingerspitzengefühl ab. Ja, und da hat man gerade gemerkt, der Yannick Beckham ist hier irgendwie so etwas fehl am Platz in dem Zweikampf. Dixon und Siebel konzentrieren sich gerade nur auf sich selbst. Und Björn geht in die Box. Björn Wiegel in der Box. Und ich würde mal fast behaupten, jetzt mit diesen 12 Liter kann Janni Beckham noch durchfahren. 7 Minuten sind's noch. 4 Runden ungefähr zu fahren, würde ich jetzt schätzen. Oh. Das wird dem Björn erstmal gerade gar nicht schmecken. Vielleicht hat er auch einfach der Björn die Befürchtung gehabt, dass er sich einfach gut genug absetzen kann im Rennen von Yannick Beckham. Und dann einfach gemütlich in die Box reinfahren zu können und da aufzutanken. Vielleicht ist der Plan einfach nach hinten losgegangen. Und jetzt sind sage und schreibe 19 Sekunden die Björn von Yannick Beckham drin und gerade einmal 17 von Dominik Mies, also genau in der Mitte. Da will ich doch mal hoffen, dass da der Björn Wiegel auch genug nachgetankt hat, nicht dass er dann wegen einem halben Liter nochmal in die Box muss. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Das Interessante ist halt jetzt nur, kommt der Yannick durch? Auf 5 Minuten 40, 11,7 Liter bei Django. Bei Yannick dürfte es nicht großartig anders aussehen. Ich glaube, der kann durchfahren. Er biegt auch nach wie vor nicht in die Box ein.
Also wir können wirklich fest davon ausgehen, dass es Yannick Beckham hier durchbringt. Wir schalten noch mal wieder nach hinten, denn da ist es sehr eng. Noch ist Django zu weit weg, noch kann nicht angreifen. Oh, Django? Der Django. Noch 3 Minuten und 8 Sekunden zu fahren. Schau doch mal fix beim Yannick mit drauf. Ist denn da, oh schaut? So, wieder ein leichter Reifendurchdreher. Ja, Björn Wiegel ist jetzt hinten dran. Ach so. Ja, er zieht's durch. Ohne jeden Zweifel, er zieht's durch. Man merkt es auch alleine daran, wie er den Wagen mittlerweile schaltet. Eine gewisse Skepsis scheint da bei ihm noch vorhanden zu sein. Ob er mit dem Sprit durchkommt? Ja, er sollte durchkommen, weil wenn er es jetzt schlau anstellt, ist das hier gleich seine letzte Runde. Ich sag mal, schlau muss man dafür nicht unbedingt sein, ne? Ja, ich dachte, er kommt mit etwas weniger. Mit etwas mehr verbleibender Zeit oben über Start und Ziel. Aber seine letzte Runde war schon eine 48,5. Ja, das sollte jetzt für ihn überhaupt kein Problem darstellen. Den Wagen jetzt hier nur sauber durchzubringen. So, gehen wir doch einfach mal in die TV-Kamera mit rein. Da sehen wir auch noch immer noch die beiden Django Dixon und Bernd Siebel im Hintergrund kämpfen, die auch immer näher kommen.
aber das ist jetzt die letzte Chance von Django. Aber der Django hat, was mir gerade einfällt, der hat keine Strafe. Und somit wird er doch wohl vorm Bernd ins Ziel kommen. Doch wohl, das klingt so nach einer kleinen Skepsis. 11 Sekunden Abstand, Björn eine Strafe, Dominik Mies eine Strafe. Und damit Yannick Beckham Jr. das Rennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sauber gefahren. Und vor allem schöne Zweikämpfe abgeliefert. Tja, keine Lichthupe vom Björn. Ich glaube, der ist bedient. Na, der dürfte etwas enttäuscht sein von sich selbst. Dominik Mies als glücklicher Dritter über die Ziellinie gekommen. Jens König ist der glückliche Vierte in diesem Bund, aber da kommt auch keine Lichthupe. Lukas Lippert, der Nächste, der hier über die Strecke drüber kommt, über die Start-Ziellinie. Ja, Tobiano. Wir wollen ja keine Namen nennen, ne? Aber das ist ja am Sonntag schon passiert. Was ist passiert? Weil Tobiano geschrieben hat, das wäre es. Sprint geht auf der Zielgeraden aus und er bleibt vor der Ziellinie stehen. Ja. Gut, zwar nicht unmittelbar vor der Ziellinie, aber das, dieses Dilemma hatten wir schon gehabt am Sonntag. So, und damit ist endlich mal ein chaotisches Rennen vorbei. Und vor allem ein langes Rennen. Ich kann das Replay nicht speichern. Warum? Ach, verdammt. Einfach mehrmals drücken. Bei mir geht's. Nee, bei mir steht ja da. Ne, zulässige Gesamtgröße von 1 GB wird überschritten. Ich kann's nicht speichern. Ja, mehrmals versuchen. Irgendwann geht's. Bist du sicher? Ja, bin mir sicher. Ich konnte es speichern. Also ich bekomme ja die ganze Zeit Meldung, dass ich nicht speichern kann. Nein! Ja gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Und bereiten dann jetzt hier schon mal die Pressekonferenz vor. Bis gleich. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream.
Dann sage ich Werbung. So, ja, ich auch. Wir sind jetzt wieder da zur Pressekonferenz. Wir haben heute jetzt hier in der PK bei uns drin den Herrn Dominik Mies, den Björn Wiegel und den Yannick Beckham Jr. Ich grüße euch. Hallöle. Tagchen. Hallo. So, mal noch Überraschung Nummer 2. Und PC-Stream heute mal mit eingebunden. Ich hoffe, es gefällt. Wieder den ganzen Tag nur dran gearbeitet. Ja, fangen wir mal mit dem Herrn Mies an. In seinem Audi. Moin Dominik, erstmal Glückwunsch zum dritten Platz. Vielen Dank. Erzähl doch mal, Qualifying, wie lief's für dich? Rennen? Gab's da irgendwie was Spannendes, was bei dir vorgefallen ist? Oder irgendein persönliches Highlight? Ja, Qualifying, das erste Mal, da ich auf dich auf der Strecke war. Ich wurde ja, ich glaube, heute Morgen noch angemeldet oder so, weil der Marco ausgefallen ist wegen der Krankheit. Und ja, ich habe dann einfach meinen Spritsparmodus eingestellt und einfach mein Rennen gefahren. Du gehofft, dass der Jens König nicht noch eine Bombe platzen lässt und mich noch reinholt. Das war's schon? Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Da hat der Kerl einmal was zu sagen, weißt du, und dann fällt mir nichts ein. Ich habe damit gar nicht gerechnet, da ich jetzt aufs Podium fahre. Was liegt denn, wo schätzt du dich denn da selber ein? Oder wo hast du denn gedacht, wo du rauskommst? Ich dachte, ich fahre im hinteren Feld, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht einmal trainiert. Ich habe mich heute da dran gesetzt und bin einfach gefahren. Und da ich dann im Qualifying auf einmal Vierter war, dachte ich mir schon, ui. Mein Setup. Ruhe. Da kannst du ja gleich noch ein paar Worte dazu verlieren, Janik. Bist gleich dran. Ja, das war's von mir jetzt. Gut, machen wir mal mit dem Björn Wiegel weiter, der auf Platz 2 heute ins Ziel gekommen ist. Moin Björn. Ich übergebe da mal das Wort an den Herrn Patrick Derjö, der dich mal vorknüpfen wird und dir da so die eine oder andere unangenehme Frage stellt. Gerne. Ach, unangenehme Fragen. So schlimm war es, glaube ich, nicht. Erstmal vielen Dank für diesen geilen Zweikampf, den wir wirklich fast das komplette Rennen hatten. Es ging die ganze Zeit wirklich sehr, sehr fair zu, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, wo auch du, Björn, dem Yannick mal hinten drauf gefahren bist, aber sofort gebremst hast und den Yannick wieder vorbeifahren lassen hast. Sehr vorbildlich, sehr fair. Ja, im Qualifying warst du deutlich überlegen und im Rennen konntest du es dann anscheinend leider nicht ganz so umsetzen. Erzähl mal bitte aus deiner Lage. Ja, wie du schon Sicht. Gesagt hast, Qualifying lief gut. Aber das im Rennen hatte ich halt einfach ein bisschen Probleme mit dem Setup. Das Setup war nicht perfekt, aber war ansonsten eigentlich ganz gut. Und ich habe gemerkt, dass ich in ungefähr auf der gleichen Pace war wie der Yannick. Ab und an bin ich mal ein bisschen rangekommen, dann ist er wieder ein bisschen weggezogen oder ich bin mal ein bisschen weggezogen und er ist rangekommen, je nachdem wer vorne war. Und ein spannender Zweikampf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war der heftigste Zweikampf, den ich jemals gefahren bin. Und ich bin immer noch am Schwitzen, wie sonst nicht. Das war echt krass. Ja, ich bin Yannick ein, zweimal draufgefahren, das stimmt. Ich habe mich bemüht, so fair wie möglich dann ihn wieder vorbeizulassen. Hoffe, dass dabei kein Schaden entstanden ist. Bei mir war ganz am Anfang, ist er mir, glaube ich, auch mal kurz draufgetitscht oder sowas. Aber nichts weiter passiert, alles gut. Und nö, ansonsten, also hat super, super viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, anstrengend hoch 10. Das war echt heftig. Na gut, und dann am Ende jetzt Platz 2 eingefahren. Damit bin ich mega zufrieden. Ich hatte von vornherein eingeplant, einen Boxenstopp zu machen. War recht überrascht, dass mir am Ende, ich glaube, ungefähr 5 Liter gefehlt haben oder sowas. War doch recht wenig. Ich hatte eher so mit 10 bis 15 gerechnet. Aber naja, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Mal gucken, was man da rausholen kann, ob man auf der nächsten Strecke vielleicht mal ein bisschen mehr spart. Das wird man dann sehen. Und dann schauen wir weiter. Gut, dann kommen wir jetzt zum Sieger, aber da übergebe ich das Wort wieder an den Hannibal. Ja, moin Yannick.
Du hast die ja nur schon gebrüstet von wegen mein Setup. Ja, also dein Setup scheint ja bei dir super funktioniert zu haben. Na, im Qualifying vielleicht nicht ganz so konkurrenzfähig gewesen, aber dafür im Rennen hast du echt eine tolle Leistung abgeliefert. Na, dir einen wunderbaren Zweikampf mit dem Björn über so viele Runden hinweg geliefert. Und ja, wie lange hat es denn da gebraucht, um da wirklich Setup zu basteln, um da den Wagen alleine im Windschatten durch die ekelhaftesten Kurven auf diesem Planeten so stabil durchzubuxieren? Nicht lange. Also, ist total bescheiden, der Kerl, ne? Wie immer. Total bescheiden, der Kerl. Ne, ich habe echt nicht viel am Setup rumgespielt, im Gegensatz zu Indianapolis. Mal ein bisschen mehr Flügel, mal ein bisschen weichere Federn probiert. Ja, das hatte ich dann ziemlich schnell so das, womit ich mich wohlgefühlt habe. Leider anscheinend nicht so gut für die Quali war besser fürs Rennen. Da habe ich anscheinend nicht so einen Zeitverlust im Gegensatz zur Quali wie andere Fahrzeuge gehabt. Ja, also der Zweikampf mit dem Björn war echt geil. Über die mehrere Runden. Immer wenn ich mal vorne war, habe ich versucht, direkt Sprit zu sparen und dann versuchen, ihn hinter mir zu halten, was nicht ganz so einfach ist, wenn der BMW in der letzten Kurve da Vollgas durch kann und dir dann von Anfang bis Ende im Windschatten hängt. Ja, sind wir ein, zwei Mal draufgefahren. Okay, es gehört dazu. Das ist Motorsport. Ich bin dann auch ganz am Anfang mal draufgefahren. Es ist nichts Schlimmeres passiert an Aeroschaden. Ich hoffe bei ihm auch nicht, wo ich ihm drauf gefahren bin hinten. Ja. Nö, alles gut. Das Spritsparen zu fahren ist eigentlich auch nicht mein Ding. Ich habe mir dann irgendwann mitten im Rennen überlegt, so wäre es da nicht doch nicht sinnvoller gewesen, schnell zu fahren und dann so den Boxenstopp rauszuholen. Hat sich dann am Ende doch ausbezahlt, Disziplin zu zeigen, weil ich war immer verwöhnt dazu, den Björn zu folgen. Und dann habe ich ihn irgendwann fahren lassen und mein Rennen gefahren. Und ja, ich wollte mich nochmal bei Felix, bei dem Teamkollegen entschuldigen. Ich glaube, da gab es ein kleines Missverständnis. Der war im Zweikampf mit Django, wo ich hinterher gefahren bin. Und er hat gedacht, ich will vorbei, aber ich habe sie kämpfen lassen. Dann bin ich dem hinten drauf gefahren, der hat sich weggedreht. Aber ich habe ihn wieder vorfahren lassen. Ja, da hatten wir im Stream drüber gesprochen, da dachten wir noch so, ich glaube, der Junge, der fühlt sich hier gerade fehl am Platz. Nee, ich wollte die kämpfen lassen, weil ich eher am Spritsparen war und ich bin nicht viel schneller wie der Django gefahren. Da wollte ich hier das Duell ausfahren lassen und dann hat er mitten auf der Geraden, auch wirklich mittig der Strecke, auf die Bremse getreten und ich war dann überhaupt nicht mit am Rechnen. Und dann bin ich ihm leider hinten drauf gefahren. So viel dazu. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir es doch eigentlich für heute. Wir wollen gar nicht großartig weiter Zeit verlieren. Wir sind ja heute doch wieder etwas spät dran. Es ist kurz vor 23 Uhr. Auf jeden Fall euch allen dreien herzlichen Glückwunsch zu euren Podiumsplätzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch mit bei den Zuschauern, die heute mit dabei waren und so geduldig waren bei den kleinen vielen Pannen, die wir hatten. Na, sowohl organisatorisch als auch technisch. Na. Aber trotzdem, es sind einige über die gesamte Zeit mit da geblieben bei uns. Es freut mich auf jeden Fall und ich wünsche noch einen wunderschönen Dienstag und später eine gute Nacht. Und vergesst dann auf jeden Fall nicht am Donnerstag bei der Liga E mit einzuschalten. Ja, die letzten Worte überlasse ich dann euch. Glückwunsch an alle Fahrer, die das Rennen beendet haben. Und ich grüße alle Zuschauer. Ja, von mir ebenfalls Glückwunsch an alle Fahrer, die es geschafft haben. Algarve ist ja nicht die einfachste Strecke. Und ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Schönen Abend noch. Bis denn. Von mir genau das Gleiche. Herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer, die ins Ziel gefahren sind. Ich bedanke mich auch nochmal an die Überrundeten, die sehr viel Platz gemacht haben. Und ja, von mir auch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer gute Nacht. So, und damit verabschieden wir uns. Dann adios, bis Donnerstag.